Was geht ab? Wir haben Montag, das Datum habe ich einfach vergessen gerade, beziehungsweise ich habe es nie gewusst. Ja. Mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 1000, oh, ich habe was im Auge, 300, kennt ihr das, einfach so im Auge popeln und dann einfach so Fahrbahn, so links, rechts. ja, ich habe was im Auge, nein, das meinte ich gar nicht. Ja, wir haben Montag, das meinte ich auch nicht. Achso, Klicks, weiß ich nicht, Abonnenten weiß ich auch nicht, ja? Okay, das war jetzt ein ganz fürchterlicher Anfang, aber ist mir egal, so, ja? Ja, was soll ich euch sagen, ja? Fame ist eine Hure, ja? Und das hat mich erschüttert. Kaum mache ich 2 Monate kein Video, ja? Davor, ich krieg alles in den Arsch geblasen, ja? Egal, wo ich hingehe, ich gehe zum Bäcker, sagt, oh, der König von YouTube hier, so viele Brötchen, wie du willst, umsonst, ich liebe dich, ja? Überall, letztens war ich beim Teegut, an der Kasse, ja, mit meinem Einkauf, habe ich da hingelegt, diese Frau kassiert, also zieht so rüber, scannt, so, ja, ich guck sie an, sie guckt mich an, ich guck sie an, sie guckt mich an, dann fragt sie, wie möchten sie bezahlen, sag ich, bezahlen? Die sagt, ja, bezahlen? Es ist schlimm, ja. Die wollte Geld von mir, ja? Das ist nicht für ein Leben, ich bezahlen muss. Ich bin ein YouTube-Star. Welcher YouTube-Star muss bezahlen, verdammte Scheiße, ja? Das, kaum, so, seht ihr, kaum macht man 2 Monate kein, ah, ich hab wirklich, was ist denn das im Auge? Kaum macht man 2 Monate kein Video, ist man ein Niemand, ja? Ich will nicht niemand sein, das gefällt mir nicht, das ist scheiße, ich muss bezahlen, ja? Ja, ich hab dann bezahlt, verdammte Scheiße, ja? Das soll mir nie wieder passieren, deswegen habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt wieder, YouTube. Star. Dass die Leute wissen wieder, dass ich ein YouTube-Star bin, ja. Das Problem ist, wenn man früher viele Videos gemacht hat, macht YouTube dich in so einen Algorithmus, Logarithmus, Salsa-Rhythmus da hoch und dann kriegst du mehr Klicks, weil ein Video wird mehr gezeigt und sowas. Ja, aber wenn du 3 Monate, 2 Monate so deine anderen Aktivitäten nachgehst, weil du ein Star bist, ja, du kannst auch mal deinen Erfolg genießen und so leben und, ja, und alles umsonst in den Arsch stecken lassen, ja. Also, man muss ja mal aufpassen, wenn man sich was nachstecken lassen möchte, ja. Aber, nein, aber, Schisse, Offenbach. Kennt ihr, eine Person vielleicht auf der ganzen Welt wird jetzt lachen. Schisse, Offenbach. Ich bin mal aus meinem alten Studio rausgefahren, mit einem Kollegen, also nach Hause gegangen, und mein altes Studio war neben einer Polen-Disco. Um 6 Uhr morgens am Sonntag gehe ich aus dem Studio raus. Ja, auf einmal, ich will losfahren, auf einmal fällt so ein, also ich weiß wirklich, fällt so ein besoffener Pole vor mein Auto. Er guckt so durch die Frontscheibe. Also das Einzige, was er so rausbringen konnte, Schisse, Offenbach. Was ist Schisse, Offenbach? Ich glaube, da wollte er, dass ich nach Offenbach fahre um 6 Uhr morgens, ja. Ich glaube, es geht, Dann habe ich gesagt, nein. Bin ich langsam gefahren, er wollte nicht weggehen, ja, der lag auf meiner Front. Aber bin ich so ganz langsam gefahren, bis er so irgendwo von der Seite gerollt ist, dann bin ich weitergefahren. Versager. Aber war lustig, Schisse, Offenbach, ja. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus will, ich brauch wieder den YouTube-Fame, weil ich will nichts mehr bezahlen und Sachen geschenkt kriegen. Deswegen, ist es so, ja. Ich war weg, ich bin wieder da. Aber ich habe keine Ahnung, was ich labern soll, ja. Eintracht spielt einmal die Woche aktuell und es macht mir gerade wenig Spaß, über Eintracht zu reden, ja. Häufig machen wir, früher haben mir die Videos nach dem Spiel mehr gefallen als die Videos vor dem Spiel. Mittlerweile so habe ich nur noch Spaß an den Videos vor dem Spiel. Eintracht Frankfurt. Woran kann das denn liegen, ja? Deswegen ist jetzt eure Aufgabe, ja, Bürger meines YouTube-Königreiches, mir Themen zu nennen, ja, über die ich einfach reden kann. Weil mir ist scheißegal, ich rede über alles, ja, mir ist alles egal. Einfach nur Themen, aber ihr kennt euch besser aus, weil ihr seid jünger. Das ist, warum es unscharf, ja? Ihr seid jung, ja, ihr habt noch dieses digitale Zeitalter miterlebt, ja? Ich bin doch Dings. Wo ich herkomme, gab es keine Handys, Computers, ja? Ey, keine Computers, ich kann noch eine Zeit ohne Computers, ja? So, deswegen, ihr müsst mir jetzt sagen, was auf dieser Welt ist wichtig, nicht wichtig. Was bringt Klicks? Was wollen die Leute sehen für Videos? So müsst ihr machen. Ich bin doch, als ob ich YouTube-Star, als ob ich mir jetzt Gedanken mache, was für Videos ich mache, ja? Ihr sagt es, über welche Themen ich soll reden. Ich rede soll dann später über Themen diese, ja? So, also, sag mir, ist mir scheißegal, sag mir, wenn ihr gerade sagt, keine Ahnung, Kamele ist gerade, wow, jeder redet über Kamele, dann mache ich ein Video über Kamele. Ja, das ist mir scheißegal. Also, ihr schreibt jetzt unter das Video, was ich erzählen soll.
Oh fuck, du kleiner Bastard, damit dein scheiß Smart. Kennt ihr diese Smarts? Ich hab mich gefreut, in dem besten Parkplatz der Welt. Und dann auf einer taucht da so ein Smart auf, den du da vorhin nicht gesehen hast. Die scheiß Smarts, Alter, die machen immer meine Vorfreude kaputt auf einem guten Parkplatz, ja? So, ja, also ich schreib mir jetzt irgendwelche Themen, ich hab keine Ahnung so. Ich habe die ganze Corona-Zeit habe ich ja Dinge getan, ja? Dinge. Ich habe an einem Heilmittel geforscht, ja? Ich habe eins gefunden, ich habe es verkauft. Ja, ich wurde abgezogen, ich habe keinen Cent verdient. Scheiße, muss ich jetzt wieder YouTube machen, ja? So, also, ihr sagt mir jetzt diese Themen, egal welche, wir werden darüber reden, ja? Ihr könnt das einfach unter das Video schreiben, ja? Ihr müsst mich nicht persönlich anschreiben, ja? Ich hasse euch eigentlich alle, aber ich brauche eure Themen. Themen, die Interesse wecken. So, war ein schöner Clickbait. Am besten, weil ich bin faul, ich will noch weniger Arbeit machen. Ihr nennt mir ein Thema und ihr nennt mir auch schon eine Überschrift, die ich reintippen soll, ja? Clickbaiting. Heißt es doch, ich hab gelernt, Clickbait. Jetzt gucken Leute viele Klicks, ja. Ich muss wieder so Videos machen und dann wieder ein paar Klicks machen und dann werde ich wieder hochgestuft von YouTube und dann kann ich wieder chillen und dann kommen die Klicks dann alleine. Ich mag das, ich hasse Arbeiten, ja. Ich will Sachen umsonst haben, ich will nicht arbeiten und ich will verdammte Scheiße überall erkannt werden. Sie sollen zu meinen Füßen liegen und mir Sachen schenken. Nie wieder werde ich im Tee gut bezahlen, verdammte Scheiße. Ich werde dafür sorgen, wenn ich wieder ein Star bin, ein YouTube-Star bin, dass diese Frau gefeuert wird, ja. Ich bin guter Mensch. Er soll gefeuert werden, dann sage ich, okay, ich verzeih dir, dann kannst du behalten, Job. Aber er soll erst gefeuert werden, damit ihr versteht, was passiert ist. Ja? So, das ist kein Parkplatz natürlich, das ist Katastrophe. Aber ich werde jetzt Schluss machen. Ja. Weil ich muss jetzt Concentration machen. Hätte eigentlich eine Klimaanlage. Woo! Ja, es ist angenehm. Es ist angenehm im Auto bei 38 Grad gefühlt. Ja. So, also. Themen. Ich will Themen von euch haben. Es können auch sein Themen zum Schämen. Das ist mir egal, ja. Einfach ein Thema nennt es mir, eine Überschrift nennt ihr mir. Und wir werden darüber ein Video machen die nächsten Tage. Einfach bam, 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 bam. Einfach bam, 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 bam. Ja, einfach bam, bam, bam. Weil, ich hab's euch erklärt, weil. Okay, wo willst du hin? Madame, wo willst du hin? Ey, es ist gerade kritisch. Es ist sowieso schon eine kritische Uhrzeit. Hi. Und, es steht mir kein Parkplatz zur Verfügung. Wo sind wir angekommen, dass ich keinen Parkplatz kriege? Der rechtmäßige König von YouTube, verdammte Scheiße. Normalerweise muss ein roter Teppich sein und ein Helikopterlandeplatz. Und jetzt muss ich schon wie so ein gewöhnlicher Mensch hier rumfahren und einen Parkplatz suchen. Was ist das? 2 Monate machst du kein YouTube-Video? Fame, du bist die größte Hure, die es gibt, ja? Ich hasse dich. Was ist das? Ich bin berühmt. Ich bin ein Star. Ich habe unzählige Klicks bei YouTube. Bestimmt schon knapp 500.000, habe ich gehört. 500.000 Klicks, wer hat das von euch? Niemand, ja? Ich habe Abonnenten, ja? Wozu? Wirklich, wozu? Muss man sich jetzt fragen, macht man das eigentlich, wenn ich nicht mal einen Parkplatz kriege? Was ist das? Ich fahre nicht zum Spaß im Kreis. Eigentlich wäre schon fast lustig, wenn ich so ein armes Würstchen wäre und für dieses Video so tun würde, als wäre ich wieder unbekannt und dann im Kreis fahre. Komm, du hast Vorfahrt, ich lass dich mal durch. So, ja, ich suche einen Parkplatz. Verdammte Scheiße. Seit wann suche ich einen Parkplatz? Oh je. Ist ja nicht so, als wäre ich zum Spaß hier. Ich muss ja schon dahin, wo ich gerade hin muss. Ich suche einen Parkplatz. Oh, wo sind wir nur hingekommen? Angekommen. Oh nein. Ja, also, das ist zu klein. Ich habe mein riesen Auto-Bettmobil. Komm, ziehen wir wenigstens noch die letzte Minute durch, weil dann haben wir die 10 voll. Noch eine schöne Zahl. Spielmacher im Fußball, ja, Spielmacher in YouTube, alles dasselbe. Der König ja ist zurück. Oh, ein schöner Spiegel. Falls ihr einen schönen Spiegel haben wollt, Sperrmüll, steht ein schöner Spiegel, ja. Wo sucht ihr? Ja, wenn ihr ihn findet, kriegt ihr einen Preis. Ihr kriegt meinen Respekt. So. Scheiße, was ist das hier? Schisse, Offenbar. Alter, Schisse, Offenbar. Was ist das? Ich brauche jetzt einen Parkplatz. Ist mir scheißegal. Ich stelle mich gleich irgendwo hin, mitten auf die Straße. Also. Ne? Es ist fürchterlich. Ich hoffe, ihr habt euch schon lange Zeit diese Themen überlegt, ja. Gerne auch mehr, damit wir ganz viele Dings machen können, Videos.
Ja, dann reden wir über ganz viele Sachen. Ich kann euch auch Dinge erklären. Ja, weil ich weiß doch alles. Wenn ihr wissen wollt, wie, wie man einen Menschen operiert, zum Beispiel, ja, oder keine Ahnung, ja, wie man einen Menschen teleportieren möchte. Ich habe gelernt, Quantenteilchen, diese Sprünge. Ja, hat mir einer mal so erklärt. Oder ihr wollt, dass ich eure Mathe-Hausaufgaben euch erkläre. Das ist mir egal, ich mache alles, ich kann alles. Ja, ich kann euch helfen. Nutzt diese Gelegenheit, dass ich mich anbiete, euch zu helfen. Ja. Oh je. Ja, wir können auch einfach nur reden, ja. Ihr könnt auch... Könnt mir auch einfach Geld schicken. Ey, wollt ihr mir Geld schicken? Einfach so. Falls jetzt irgendjemand guckt, der sagt so, ey, scheiße, ich bin eh Millionär. Schick mir jetzt einfach Geld. Ja, mach das. Das gefällt mir. So. Ja, also ich meine so von einem Millionär zum anderen. Kennt ihr so einen kleinen Jux? Wir sind doch hier alle Millionär, die YouTube-Stars sind, ja? Also ihr könnt einfach so... Okay, da fährt jetzt ein Auto raus. Aus aussichtsreicher Position. Aber ich habe die Befürchtung, dass mein Auto wieder mal zu groß ist. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr euch neben die Parklücke stellt, verdammte Scheiße, euer Auto ist größer als die Parklücke. Und kennt ihr dann auch die Menschen, die versuchen, da reinzukommen? Ja, einer redet gerade mit euch. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. Dreimal. So. Ey, boah, das ist gerade echt, Soll ich es mal probieren? Ich probiere es jetzt mal hier. Ich kann für nichts garantieren, es ist schlimmer als jede Frau beim Einpacken, oder? So, einschlagen, ich weiß, ihr seht nichts, aber egal, einschlagen. Ich muss ja noch diese Stangen berechnen, die daneben stehen, ja. Einschlagen, okay. Ich habe Feuer gemacht, ich bin drin, ey, ich muss verdammt mal Scheiß nochmal los. Ihr wisst, was Sache ist, ich schreibe ein Video, tschüss.